So, nachdem wir von diesem Zwiebelkopf verarscht wurden und da in diesem Abgrund hinuntergeschubst wurden, werden wir nochmal versuchen zu gucken, wie das jetzt da aussieht mit den Brücken. Und dafür laufen wir erstmal wieder den üblichen Weg. Und ich glaube, das hier war der übliche Weg. Ja, auf jeden Fall ist der Fahrstuhl nicht hier, also kommt mir das relativ sicher und richtig vor. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Autsch! Nein, nicht schon wieder. So, dann nehmen wir mal unsere Seelen wieder mit. Und dann ging es, glaube ich, noch in die andere Richtung, da wo der große Typ auch steht. Also da. Irgendwie weiter. Was die Brücke bringen soll, kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Na toll, jetzt haben wir doch alle angelockt. Wir sprinten jetzt erstmal durch hier. Ich glaube nämlich. Genau, da war eine Nebelwand. Wir gehen jetzt einfach mal in die Nebelwand gucken. Wir haben zwar 6000 Seelen, aber. Vision von zweihändig. Gehen wir mal rein und gucken, was uns dahinter erwartet. Okay, ich habe das schon mal gesehen. Ich habe das schon mal gesehen. Das sind verfickt viele. Okay, die Ikone des Abgrunds. Ich habe das Gefühl, die stehen wieder auf. Hab dich. Okay. Okay, es gibt immer einen, der rot leuchtet. Ja! Die kommt von allen Seiten. Wow. Jetzt hüpfen die auch schon.
Okay, das Prinzip habe ich verstanden. Oh, hi. Wow! Okay, das Ding macht genauso viel Schaden und ist schneller. Autsch. Nein, verflucht. Fuck. Okay. Okay, das kann nicht so schwer sein. Wir schon wieder hier. So. Wissen wir ja grob, wie der Hase läuft. Die Waffe ist hierfür prädestiniert. Okay, wir müssen die ein bisschen auseinanderziehen. Die sind zu sehr auf dem Pulk. Stehen alle um den Boss rum. Was ist eigentlich für ein riesen Grabding in der Mitte? Autsch. Was ist das? Was ist das? Warum ist das jetzt so dunkel? Hä? Hä? So, na? Na?
Haben wir dich? Haben wir dich. Ja, Mann. Kleine Puppe. Seele des Diakons des Abgrunds. Glut wiederhergestellt. Schöne Sache. Zeit für Kopf. Wir durften ihnen keine Zeit lassen. Wir mussten einfach wirklich immer drauf losboxen. Gute Arbeit. Danke. Leuchtfeuer aktiviert. So, und jetzt klicken wir mal die Kombo durch hier. Krass. Wir haben einen kompletten Kombo-Satz von dem Typen bekommen. Oh, da hinten liegen noch Seelen. Meine restlichen Seelen. Yay! So, gibt's hier noch irgendein cooles Zeug? Scheinbare Wand, Lügner voraus. Hilft mir beides nicht weiter. Sieht aus wie ein Grab. Ein sehr großes Grab. Sonst gibt's hier nichts? Gar nichts? Nö. Alles klar, dann gehen wir erstmal nach Hause. Und gucken, was wir jetzt so Tolles aus der Seele des Diakons kriegen. Und ich glaube, das ist kein Dings gewesen, kein Fürst. Also werden wir den... Wir können ja mal gucken. Wir gucken mal, was auf den Stühlen steht. Oh, wer bist du denn? Oh, jetzt. Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Aldrich is honest, a pilgrim, and so... Du bist der grunzende Freund. Der heilige Eldritch des Abgrunds, genau. Lussel, der Verbannte. Oh, du bist auch wieder hier? Ah, lang ist es her. Aufzugsraumschlüssel. I see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? If you fancy then kill me, has been, I can see. Danke. Ja, du warst der Wächter des Abgrunds. Oh. Der Riese aus der gottlosen Hauptstadt. Das klingt interessant. Ach ja, wir wollten gucken, was wir aus der Seele machen können. Gehen wir mal gucken. Leider sind wir dann auch gleich schon wieder am Ende der heutigen Folge. Oh. Kerzenhalter des Klerikers.
Und... Kann ich... Nö. Bringt mir beides nichts. Dann an die Lagerkiste. Dann packen wir die damit rein. Und gehen nochmal zum Schmied hier hinten, weil ich habe mich jetzt hier mit dieser Klinge angefreundet, die ist echt. Bam. Die ist echt bam. Hi Schmied. Waffe verstärken. Die können wir leider nicht. Die auch nicht, aber die hier. Ja, ich werde vorsichtig sein. Dann gehen wir nochmal hier zur werten Lady. Damit ihr es auch mal seht, wie man wie ich so level. Könnte ja auch ein bisschen interessant sein. So, mehr Ausdauer. Immer mehr Ausdauer. So, danke. Und dann sind wir am Ende der heutigen Episode von Dark Souls 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da. Wäre wunderbar. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ich weiß gar nicht, wann die Folge heute kommt. Auf jeden Fall, es ist bei mir Sonntag. Kann sein, dass das jetzt Montag, Dienstag kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao.